Business and Investors Forum China 2017. 600 Entscheider diskutieren Zukunftspotenziale. Am Donnerstagnachmittag fanden sich rund 600 Entscheider und Experten aus China und Deutschland zum Business Investor Forum China zusammen, um sich über die Zukunftsthemen der digitalen Wirtschaft auszutauschen. Zum sechsten Mal veranstalteten die landeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW Invest gemeinsam mit der Business Metropole Ruhr GmbH, der Duisburger Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und der Deutsch-Chinesischen Wirtschaftsvereinigung das Forum. Mehr als 1000 Unternehmen steuern schon heute ihre Deutschland- und Europageschäfte von NRW aus. Ja, ich glaube, dass die Metropole Ruhr schon spannend ist, weil wir hier ja wirklich im Herzen Europas sind. Es sind sehr viele Einwohner hier auf dichtem Raum. Trotzdem hat der Raum es geschafft, zum Beispiel die ökologischen Herausforderungen schon sehr gut zu meistern. Etwas, was man ja gerade in China jetzt intensiv auch unternimmt. Da können wir viel voneinander lernen und uns austauschen. Aber ich denke, es ist auch die Mentalität hier in der Rhein-Ruhr-Metropole. Menschen sind weltoffen, sie können mit vielen unterschiedlichen Kulturen auch umgehen. Und insofern begegnen wir unseren chinesischen Gästen und Partnern auch sehr freundschaftlich. Und das spürt man auch. Allein 2016 kamen 96 neue Unternehmen aus China nach NRW. Für die Metropolregion ist China der zweitwichtigste Handelspartner hinter den Niederlanden. IHK-Konjunkturumfrage Niederrhein. Jeder dritte Industriebetrieb erwartet mehr Auslandsaufträge. Die Unternehmen am Niederrhein zeigen sich mit ihrer Geschäftslage im Herbst 2017 überwiegend zufrieden. Das zeigt die aktuell veröffentlichte Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve. Nur 6,6% der Unternehmen seien laut Umfrage mit ihrer Geschäftslage nicht zufrieden. Besonders die Industrie setzt auf ein wachsendes Auslandsgeschäft. Jedes dritte Unternehmen berichtet von zunehmenden Auslandsaufträgen. Nur jedes zehnte rechnet mit einem geringeren Auslandsabsatz. Auch den kommenden Monaten blicken die Unternehmen ungebrochen optimistisch entgegen. Insgesamt 317 Unternehmen mit insgesamt rund 43.000 Beschäftigten haben sich an der Umfrage beteiligt. Sana-Kliniken Duisburg gehören zu den Top-Krankenhäusern. Die Sana-Kliniken Duisburg gehören zu den 412 Top-Krankenhäusern Deutschlands. Das ist das Ergebnis einer umfangreichen Studie des Nachrichtenmagazins Focus für Deutschlands größten Krankenhausvergleich. In NRW werden die Sana-Kliniken Duisburg als regionales Top-Krankenhaus gelistet und sind in Duisburg das einzige Krankenhaus mit der Auszeichnung Top-Nationales Krankenhaus für die Fachbereiche Geburten und Darmkrebs. Ganztagsbetreuung im Ruhrgebiet steigt. Rund 218.900 Schüler in der Metropole Ruhr nahmen im vergangenen Schuljahr ein Ganztagsangebot wahr. Das entspricht einer Betreuungsquote von 47,5%. Damit hat sich der Anteil in den vergangenen 5 Jahren um rund 8 Prozentpunkte erhöht. Das haben Statistiker des Regionalverbandes Ruhr auf der Grundlage von Daten des Landesamtes IT NRW errechnet. Rund 44% der Schüler in der Primarstufe und rund 50% in der Sekundarstufe 1 nahmen an einem Ganztagsbetreuungsmodell teil. Neue Termine für das Sprachcafé des Studierendenwerks. Das Studierendenwerk der Universität Duisburg-Essen bietet neue Termine für sein Sprachcafé. Die Termine finden immer montags statt und sind online einsehbar. Ziel des Café Lingua ist es, den Austausch und Kontakt zwischen internationalen und einheimischen Studierenden zu fördern und das interkulturelle Miteinander am Campus zu stärken. Muttersprachler und Sprachinteressierte können sich in entspannter Atmosphäre unabhängig von ihrem Sprachniveau an sogenannten Sprachinseln ihrer Wahl unterhalten. An jeder Sprachinsel wird jeweils eine andere Sprache gesprochen. Die Unterhaltung in der Gruppe erfolgt unter Anleitung eines Language Guides. Der hilft dabei, erste Hemmschwellen zu überwinden. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.
günstiger Herbstferientarif für Kinder im Rhein-Ruhr-Bad. Während der Herbstferien schwimmen Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre im Rhein-Ruhr-Bad an der Kammstraße 2 in Hamborn besonders günstig. Zwischen 10 und 14 Uhr zahlen die kleinen Schwimmer nur 2 statt der sonst üblichen 3,50 Euro. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.duisburgsport.de. Sonnig und heiter mit nur vereinzelten Quellwolken und Werten bis zu 23 Grad. So zeigte sich heute das Wetter über Duisburg. Morgen ziehen Wolken auf, die vereinzelt auch Regen bringen können. Zwischendurch ist immer wieder die Sonne zu sehen. Die Werte erreichen 13 bis 18 Grad. Das Wochenende startet wechselhaft. Die Temperaturen erreichen 12 bis 19 Grad. Und den Regenschirm sollten Sie immer bereithalten. Am Sonntag fallen die Temperaturen dann deutlich. Das Thermometer zeigt nur noch 9 bis 12 Grad. Insgesamt bleibt es wechselhaft. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Autofahrer, nehmen Sie den Fuß vom Gas. Auch morgen wird im Stadtgebiet wieder geblitzt. Unter anderem auf der Königsberger Allee in Düssern und auf der Mörserstraße in Hochheide. Und Baustellen behindern die freie Fahrt. In Bergheim ist die Brücke im Straßenzug an der Kölve gesperrt. Die Sperrung gilt bis auf Weiteres. Für Fußgänger und Fahrradfahrer bleibt die Brücke passierbar. Umleitungen sind ausgeschildert. Und in Baal wird in der Mühlenstraße am Kanal gebaut. Die Bauarbeiten dauern bis Ende des Jahres an. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und angenehme Fahrt.